Aufstieg verpasst, Trainer Hannes Wolf muss am Saisonende gehen. Der Hamburger SV sorgt nach wie vor für Negativschlagzeilen. Einer, der noch die glorreichen Zeiten bei den Hanseaten miterlebt hatte, ist Wolfgang Rolf. Der 59-Jährige absolvierte für die Rothausen zwischen 1982 und 1986 exakt 129 Bundesligaspiele, wurde 1983 Deutscher Meister und gewann mit dem Klub auch den Europapokal der Landesmeister. Rolf ist sprachlos, dass sein Ex-Club weiterhin in der 2. Liga spielen wird. Für mich unbegreiflich, sagt er zu Sport ersten Bildergalerie von Alberts bis Kostic, die größten Transferfehler des HSV. 42 Bilder. Die Frage nach der Zukunft des HSV-Trainers ist seit Freitagmittag geklärt. Nach dem Saisonschluss ab gegen den MSV Duisburg, so 15.30 Uhr im Live-Ticker, ist auch für Wolf Schluss, dem bereits zweiten HSV-Coach in dieser Saison. Jetzt das aktuelle Trikot des Hamburger SV bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige Bildergalerie Hamburger SV, die Chronologie der Krise. 71 Bilder. Rolf kontra HSV-Bosse, Signal der Ratlosigkeit mit dem Start von Christian Titz, Wolfs Vorgänger. Anmerkung: Die Red sah es gut aus, auch Hannes Wolf hatte eine gute Phase, meint Rolf. Wolfs Aussage jedoch: egal, welche Spieler oder welches System wir spielen, es kommt nichts dabei raus, hätte den Verantwortlichen aber ein Signal der Ratlosigkeit sein sollen, und das haben Bernd Hoffmann, HSV-Boss D. Red und Ralf Becker, HSV-Sportchef D. Red, missachtet. Die Klublenker haben sich laut Rolf ihrem Schicksal ergeben, anstatt einzugreifen und die Zügel in die Hand zu nehmen. Hoffmann: mit seiner Erfahrung hätte ich das zugetraut, aber bei Becker und Wolf war am Ende die Unerfahrenheit ausschlaggebend für den verpassten Aufstieg. Bereits HSV-Legende Felix Magath hatte unlängst erklärt, Hauptfehler sei gewesen, anstelle eines erfahrenen Trainers mit Titz und Wolf zwei Junge zu holen. Wolf sieht es genauso, Becker hat es bei Holstein Kiel und auch beim HSV erlebt, dass es seine Trainer nicht über die Ziellinie geschafft haben. Generell sei es zwar eine gute Sache, den Trainer zu schützen, aber eine andere, das Richtige für den Verein zu tun, wie Becker selbst immer sagt. Da wären zwei Aufstiege, für Kiel und nun den HSV, besser gewesen. Ist der HSV untrainierbar? Seit Januar 2018 waren die Trainer Markus Gisdol, Bernd Hollerbach und Titz beim HSV tätig. Wolf ist, war der vierte Coach in nur 17 Monaten und der 17. In den vergangenen 10 Jahren ist der HSV also untrainierbar. Es müssen klare Vorgaben und ein Plan vorhanden sein. Nicht nur taktisch, sondern auch spielerisch muss der Club zulegen, meint Wolf. Wenn man dominant sein will, muss man es jeden Tag vorleben, um dem Gegner und den eigenen Fans zu zeigen, welchen Wert es hat, die Raute auf der Brust zu tragen. All das hat Rolf in der vergangenen Saison gefehlt. Der Ergebnisfußball, den der HSV spielt, widerspricht meiner Philosophie von Fußball. Was muss also getan werden? Ein erfahrener Trainer würde dem Club gut tun, den Kader mit Führungsspielern zu bestücken, die mit den Arbeitern der Mannschaft das Ziel Aufstieg Tag für Tag vorleben, betont Rolf. Wichtig sei es, dass es zu keinem Zeitpunkt der Saison zum Stillstand kommt. Trainer und Spieler müssen das Trainingsniveau so hoch wie möglich halten, sodass jeder der 22 bis 25 Spieler allzeit bereit für seinen Einsatz ist. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga, da Wirbel um Kovac und die Folgen. Fußball, Bundesliga, wer das Kruse nun nach Frankfurt. Kampfsport, Wrestling, Triple H soll sehr frustriert, Sani. Fußball, Premier League, so gelang Farke der Aufstieg. Fußball, dritte Liga, FK Becker spricht von Bundesliga. Rolf würde HSV gern helfen. Rolf selbst würde gern helfen in einem neuen Trainerteam. Wenn man auf mich zukommt, wäre ich gern wieder ein Bestandteil meines Ex-Clubs.
Der HSV ist nach wie vor ein toller und interessanter Club mit starker Fankultur. Nach Sport1-Informationen ist Dieter Hecking ein Kandidat für den Cheftrainerposten. Rolf würde das begrüßen. Dieter ist erfahren, hat ein gutes Trainerteam an seiner Seite. Ich könnte mir auch Bernd Schuster vorstellen, damit etwas internationale Klasse zurückkehrt, die dem HSV in den vergangenen Jahren abhanden gekommen ist. So oder so, ein Umbruch muss her. Luis Holtby wird den Verein verlassen. Auch Pierre-Michel Lasogga wird gehen, Aaron Hund vielleicht ebenso. Reisende soll man nicht aufhalten, so Rolf. Bildergalerie Transfermarkt, Transfers der Bundesliga 23, Bilderumbruch muss her, mit Tormaschine Terodde. Eine schwierige Mission für den neuen Trainer, Neuzugänge müssen her, um wen man sich bemühen sollte, wäre Simon Terodde vom 1. FC Köln, sagt Rolf, der HSV braucht eine garantierte Tormaschine, Hund ist ein guter Spielgestalter und auch Douglas Santos sollte man behalten. Let's block it's. Why?